Hallo zusammen, ich bin der Yannick. Und ich bin der Tim. Wir zeigen euch, was ein Fleischfachmann so macht. Kommt mal mit. Bei uns fängt es im Schlachthaus an. Hier werden die Zaue reingebracht und mit der Stromzange betäubt. Dann werden die Zaue mit dem Kran aufgehängt. Dann kommen sie in die Bohrmaschine, wo die Borsten entfernt werden. Und dann mit der Säge bearbeitet. Bei uns hat die Sicherheit höchste Priorität. Darum arbeiten wir nur mit Stichschutzschürzen und Händchen. Als nächstes verarbeite ich Schweinsbrust. Zuerst nehme ich Rippen raus und dann schneide ich sie in die richtige Form. Aus dem Anschnitt von der Brust und Schultern hat es Wurstfleisch gegeben. Und aus dem machen wir jetzt Servelat. Nach dem Abfüllen tue ich Servelat abklippen und aufhängen. Und anschließend kommen sie in die Rauchkammer. Wenn sie fertig geräucht und gekocht sind, kommen sie unter die Dusche zum Abkühlen. Am Schluss wird der Servelat noch degustiert, um zu schauen, ob die Qualität stimmt. Ich mache die Lehre in der Blattermetzgerei, weil man hier vom Schlachten, Ausbeinlen bis zum Wursten alles machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbt euch heute noch bei der Blattermetzgerei AG.